Gemeinsam wollen wir nun wiederholen, was Jesus die letzten Tage alles erlebt hat, als er am Palmsonntag in Jerusalem ankam und die Leute sich freuten, ihn mit Palmbuschen begrüßten, das Gewand auslegten. Und weißt du noch, was sie gerufen haben? Genau, Hosanna, sei du unser König. Und Jesus ritt mit dem Esel durch das Stadttor. Am Gründonnerstag feierte Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Er wusste, dass es ein Abschiedsessen ist, denn danach wurde er von den Soldaten verhaftet und vor den Hohepriester gebracht, der ihn dann zum Tode verurteilte. Am Karfreitag begann der schwere Weg für Jesus. Er musste sein Kreuz auf den Hügel hinauftragen. Dabei erfuhr er, dass er nicht alleine ist. Viele Leute kamen ihm zur Hilfe. Simon von Cyrene, Veronika und auch seine Mutter, seine Mama war da. Als er oben ankam, wurde er gekreuzigt. Als Jesus starb, legten ihn Freunde in ein Felsengrab. Sie dachten, jetzt ist alles aus und vorbei. Jesus lebt nicht mehr. Ein großer Stein wurde vor den Eingang des Grabes gerollt. Alle gingen traurig nach Hause. Sie hatten auch alle Angst, dass Soldaten zu ihnen kommen und sie töten könnten. Ja, das glaube ich, dass da alle Freunde und die Familie traurig war, als Jesus starb. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man richtig traurig ist? Ja, genau, dann muss man meistens weinen. Oder, ja, genau, der Bauch, der kann auch wehtun, man kann es auch im Körper spüren, die Traurigkeit, stimmt. Jetzt habe ich gerade gehört, dass es auch sein kann, dass man dabei auch ein bisschen wütend wird. Ihr habt alle recht. Tja, aber sicher ist es auf jeden Fall kein angenehmes Gefühl, diese Traurigkeit. Ich hoffe, dass ihr ganz liebe Eltern, Geschwister oder Freunde habt, die euch in so einer Situation immer wieder aufmuntern können. Soll ich euch verraten, was ich oft mache, wenn ich traurig bin? Ja? Ich verschwinde in meine Fantasie. Ja, wirklich. Ich verschwinde einfach in meine Fantasie. Ich versuche mir dann immer etwas ganz Schönes vorzustellen. Und dann bin ich wieder etwas fröhlicher. Wollen wir das gemeinsam machen? Wollen wir zusammen eine Reise in die Fantasie machen? Ja? Na dann, such dir schon einmal
einen schönen Platz aus, wo du es dir so richtig gemütlich machen kannst. Ich mach's auch. Was? So, also ich bin fertig. Du auch? Super, dann kann's ja losgehen. Leg dich jetzt gemütlich hin und hör einfach, was ich dir erzähle. Ich entführe dich jetzt in die Welt deiner Fantasie. Und dazu werde ich mich auch auf meine kuschelige Decke legen, ja? Für einen Augenblick finden wir nun die Zeit, uns ein bisschen auszuruhen. Das ist jetzt genau das Richtige, wenn die Aufregung ringsherum immer größer wird. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Augen schließen. Dann kannst du dir alles noch viel, viel besser vorstellen. Schau dich einmal um. Siehst du den Weg vor dir? Der Weg bringt dich zu einem Bild. Auf diesem Bild sitzt du auf einer Wiese und beobachtest, wie der Wind sanft über die Blüten, Blumen und die Spitzen der Grashalme streicht. Schön sieht das aus, oder? Auf einmal hörst du etwas. Es hört sich an, als würden dir der Wind und die Gräser ein Lied singen. Es ist deine Wiesentraummelodie, die du hörst. Sie ertönt ganz leise und wie von ganz weit weg. Aber du kannst sie genau erkennen. Hörst du sie, die Wiesentraummelodie? Und nun stimmen auch die Blumen und Blütenknospen in das Wiesenkonzert mit ein. Es ist eisig kalt, es ist eisig kalt. Doch ich weiß, was kommen wird. Doch ich weiß, was kommen wird. Ja, ein warmer Frühlingstag. Ja, ein warmer Frühlingstag. Nach der Kälte wird es warm. Ja, schon langsam wird es wieder Zeit zurückzukommen. Nach dem Dunkel wird es hell, hat deine ganze Wiese gesungen. Und dieses helle Licht, diese Wärme, die spürst du nun in deinem ganzen Körper. Wir fangen bei den Zehenspitzen an. Die bewegen sich ganz langsam. Die Wärme wandert hoch bis zu deinen Knien und deinem Bauch.
deine Arme entlang bis zu den Händen. Jetzt zappeln deine Fingerspitzen ganz vorsichtig. Nun wird es auch in deinem Gesicht ganz warm. Die Musik wird nun immer leiser und wenn du sie nicht mehr hörst, kannst du ganz vorsichtig deine Augen öffnen und zu dir zurückkommen. Puh, das war jetzt richtig angenehm, oder? Ja, Jesus ist für uns gestorben. Aber nach dem Dunkel wird es hell. Hast du das auch gehört? Ja, das wird schon stimmen, denn in dieser Nacht passiert doch etwas Wunderbares. Er wird... Hoppla! Jetzt hätte ich mich beinahe verplappert und das Ende der Geschichte verraten. Nein, ich muss jetzt Schluss machen. Wir sehen uns morgen wieder. Bussi, Baba!